So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und diesmal verspreche ich euch, es ist was, was es noch nie gab. Etwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches. Ihr werdet die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, falten und sagen, was? Das wird der Schocker der Woche sein, diese Woche, ich verspreche es euch. So, jetzt aber natürlich die Highlights der Woche in letzter Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit ist alles so stressig und zwischen Tür und Angel und hier und da und jenes und ich weiß nicht. Macht euch Pokémon gerade Spaß oder nicht? Das nächste Event, was kommt, finde ich eigentlich ganz cool. Die Events, die jetzt so da sind oder da waren, naja, weiß ich nicht. Ich habe keine richtigen Ziele so. Die ich verfolgen will, kann ich mit den momentanen Events nicht erreichen. Ich brauche andere Events. Ich brauche andere Pokémon. Ich muss warten. Ich kann nicht warten. Ich will alles hier und jetzt. Nee, will ich nicht. Es geht ja um nichts. So, wir reden aber nicht weiter. Wir starten jetzt rein in die Folge Raid am Mittwoch, die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim NetGhost. Der hat mir das C-Day-Ticket geschenkt gehabt. Das fand ich richtig cool. NetGhost sowieso, richtig cooler Dude, ne? Und ich habe ja mit seinem C-Day-Ticket aus der Forschung ein 100% Viscora gezogen gehabt. Habe ich mittlerweile gemaxt auf Level 50 und ich habe gesündigt, aber dazu wird noch ein extra Video kommen. Zur Strafe habe ich mir auch was anderes ausgedacht, dadurch, dass ich gesündigt habe, aber extra Video folgt. Dann habe ich, als der Silvio da war, der hat uns ja die Küche eingebaut, habe ich hier mal mit ihm abends zusammengesessen. Wir haben seinen polnischen Karamell-Wodka getrunken, ein Fläschchen, gemütlich am Abend und saßen am Challenge-Tisch. Und wenn ihr nicht wusstet, wieso man so gerne am Challenge-Tisch sitzt, beim Challenge-Tisch sind 3 Stops, das heißt, man konnte 3 Module anmachen, halbe Stunde, nochmal halbe Stunde der andere, konnte man das sitzen und gemütlich ein paar Pokémon fangen, wie früher zu alten Zeiten. Dann das zweite Ticket gab es von Gossig66, seitdem habe ich den Koalilu-Rucksack, das habt ihr auch als Video vielleicht gesehen, wie ich den gesucht habe, angelegt habe, Dankeschön dafür, Koalilu, Gossig666, da ist ja eine 6 zu viel, zu wenig, Kuselinchen. Kuselinchen 100%, Wablu mitgenommen, Riolu 100% bekommen durch einen Tausch, das ist auf jeden Fall cool. Wir warten immer noch auf Mega Lucario, Shaymin 98er Shiny mitgenommen. Und dann die Ausbeute von Alexander Ahringer, meine Community Day Ausbeute von Viscora Shiny Teil 1. Er hat mir auch noch Teil 2 geschickt, den habe ich aber wieder gelöscht, weil man sieht an diesem Bild ja, wie das aussieht. Der Rest sah ja auch so aus. Und es sind halt 12. Da brauche ich ja nicht noch ein Bild, dass ich alle 12 habe. Ich glaube ihm schon, dass es 12 sind, wenn oben 12 steht. Endlich Shiny Koalilu am Viscora Community Day bekommen. Den Koala mitgenommen. Sieht auch nicht so spektakulär aus, aber Glückwunsch an jeden, der das hat. Endlich das Professoren-Pikachu, schreibt er hier. Da war ich kurz zum Überlegen, wo gab's das eigentlich? Hä? Die Lösung kam, er hat es nochmal gezeigt, endlich die Showcase-Star-Medaille auf Platin in Pokémon Go. Denn wenn ihr die auf Platin habt, 100 Showcases gewonnen, kriegt ihr hier den Encounter. Und der Encounter unten ist eben das Professoren Pikachu. Blood and Tears hat uns hier auch wieder ein paar Shinies geschickt. Wir haben Bummels mit Visor, ganz neu. Sonfell, Enton, Somniam, Kommandutan, Lapras, Chalelos, Marmolita, Sengo, Togepi aus einem Ei. Richtig genial. Gladiantri gebrütet in Shiny. Dann habt ihr 100% Viscora. Ihr habt Shiny Koalilu und 100% Koalilu. Ihr habt jetzt wieder alles abgeräumt. Nette Idee, die ein und dieselben Bilder unterzujubeln zu wollen, ist aber nicht so. Alles ist immer frisch gefangen. Und hier bin ich jetzt verwirrt, weil da ist Tuska Krypto Shiny, da ist Knackleon Krypto Shiny. Okay, dann haben wir aber hier ein Bild. Knackleon Krypto, das sind 4 Stück. Aber hier ist 1. Aber das ist ein anderes wie die. Aber 443 wie das. Sind das von 2 verschiedenen Accounts? Hast du schon immer von mehreren Accounts geschickt? Ich dachte, es war immer einer. Tuska dasselbe. 2-mal Tuska Krypto Shiny. Hier auch 2-mal Tuska Krypto-Shiny, aber 2 andere. Also, sie schafft es immer wieder, mich zu verwirren und hier ein kleines Rätsel einzubauen. MacMacky, 100% Viscora. Glücks, im Tausch erhalten, nimmt man mit.
Kaiser Kai, Shiny Riolu, 100% Barmelin, dann auch Viscogon, also das war auch 100% Viscora, durch einen Tausch dann gleich auch entwickelt, Lutherstadt, Wittenberg mitgenommen, random in der Wildnis beim Kaiser Kai noch wahrscheinlich Slimer. Erlöstes 100%iges Traumato, zwar erlöst, aber brauche eben noch ein 100er. Braucht man das davon unbedingt? Bestimmt. Hat ja keine Mega-Entwicklung, aber wer weiß, was die Zukunft bringt, wenn in 100 Jahren ihr noch Pokémon spielt. Vielleicht hat es dann eine. Habe ich auf allen Accounts da, als wild war. Nur habe absolut keine Lust, es zu entwickeln. Zu anstrengend. Wenn ihr die Aufgabe noch wisst, was man machen muss, um Flecknoil zu entwickeln, dann schreibt es mir in die Kommentare. Sieht auf jeden Fall hässlich aus. Die Weiterentwicklung ist noch hässlicher. Hätte ich auch keine Lust zu entwickeln, aber lasst es mal so stehen. Ich glaube, ihr müsst zwei Bonbons finden dann oder irgendwas mit seiner Herznase. Shinaya, Machine Head. Was ist das? Warum heißt das so? Ist es eine Band? Ich kenne Motorhead, aber was ist Machine Head? Gibt's das? Muss ich googeln eigentlich? Ich kann gerade nicht googeln. Hat's aus einem Raid, in der Raid-Gruppe, wo ich meinen Daily Pass verbraten habe, glaube ich, rausgezogen. Grüße an den Bro Paco von Borki. 100% Gimming Goal. Also das ist, wie heißt's hier, von Monetico, die Vorstufe. Dings, ne? Wenn ihr wisst, was Dings ist, schreibt es in die Kommentare. Da habe ich damals, meinen habe ich von Henry bekommen. 100% Glücks. Das war auch richtig cool, obwohl es nur ein normaler Tausch war. Und dann ist das Lucky geworden. Nasim, Shiny Bummels, Shiny in den Kader mitgenommen. Das Bummels habe ich wild gefangen, schreibt er hier. Benjamin, der hat wieder Duo Raids gemacht oder probiert. Donnerschock, Donnerblitz im Duo, ohne Edelsteine benutzen. Besiegt Krypto Raikou mit 19 Sekunden Restzeit. Dann das Ganze, die Vierer am C-Day. C-Day Vierer trotz Drachenpuls vom Boss. Kein Problem mit Drachen. Hat er besiegt, 86 Sekunden Restzeit und dann noch ein anderer Versuch. Diesmal hatte der Boss wieder Drachenpuls. Selbst ohne Teamplay immer noch easy mit den Drachen im Duo möglich. 84 Sekunden Restzeit. Also Benjamin ist der Einzige, den ich kenne, der aktiv die Vierer-Raids am C-Day macht, um einfach zu gucken, ob er die schafft und in welcher Zeit er die schafft. Wenn ihr auch solche Challenges macht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Elke, für Raider Mittwoch. Heute habe ich endlich wieder dran gedacht. Bei Paula einige Shiny und kein 100er in den letzten 3 Wochen. 12 Shiny Viscora, das beste 93er. Und hier sieht man einfach ein 91er. Aber das Beste war das 93er, das zeige ich dir nicht. Hä? Hat sie jetzt hier noch reingeschickt? Also Kastatur, Shiny, Schlurp, Shiny, Zickzacks, Shiny, Relaxo, Shiny, Voldilam, Shiny, Shaman, Shiny. Dann die Pokémon von Kaisi, 6 Shiny Viscora. Die Besten haben 2 Sterne. Und mal hier rein Algit. Muss ich sagen, die Bilder sehen halt dann nicht so schön aus, als abfotografiert ist und überhaupt, und das Handy auch ziemlich deformiert, aber ich bin ja froh, dass die Leute überhaupt Bilder schicken, ja? Algit Shiny, Tarnel Shiny, Bronzel Shiny, Smogon Shiny, Shiny Shiny, ne, Schlurp Shiny, Voldilam Shiny, Bummels Shiny mit Visor mitgenommen und 300er, ein Krypto und 2 getauschte, also Ampharos ist das Krypto 100er, 2 getauschte Schalellos und Bummels. Ging so raus. Grüße an dich, deine Familie und an alle anderen, die immer noch gerne Pokémon Go spielen. Ich weiß nicht mal, ob ich darunter zähle. Ich gerne spiele oder wie. Ich kann nicht ohne, ich kann nicht mit. Es ist auf jeden Fall kompliziert. Cumulus, Perlu, Thomas Sun mitgenommen. Shiny, Anton, Shiny, Garados aus einem Raid mit 13, 14, 13 mitgenommen. Shiny, dann hier Nidoran, Shiny, Hydropi. Shiny, Anton, Shiny, Makuhita, 100, das ist cool, Makuhita, ja, wie heißt der, Hariyama, eigentlich auch ein gutes Pokémon, als ein gutes Kampf-Pokémon, Prinz jetzt, der Prinz hat auch eine ganze Ladung geschickt, Macholo, Krypto, Shiny, Koalelu, Shiny, Anton, Shiny, Voltilam, Shiny, Slimer, Shiny, Voltilam, Shiny, Onyx, Shiny, Anton, 100%, Sankabu, 100%, den wollte ich auf dem Main damals immer in 100% haben, weil ich den einfach richtig genial fand. Bummels, 100% Glücks, das ist auch wichtig, muss man haben, sieht gut aus. Menki, 100, Kiesling, 100, Bummels, Shiny bei der Prinzessin, Joel auch, Shiny Bummels.
Das ist ja auch so eine Prinzessin, ne? Grüße gehen raus an den Joel. So, dann Lenz hat hier nochmal, bin zufrieden damit. 13, 13, 13, shiny, shaman, sein Rest hier noch. Der Ball, go plus plus, hat eigentlich alles gefangen heute. Dusselgur, shiny, Zubat, shiny, Voldoball, shiny, Blitzer, 100% aus der Party-Play-Belohnung. 100er aus Paris, ist so gerade im Urlaub unterwegs. Einer mit 3 Sternen, Kommandutan, nimmt mal mit. Da muss ich auch wieder an Joel denken, wenn ich das sehe. Nicht, weil die so aussieht, sondern das war das Letzte, was der Main-Account gemacht hat. Hat ihr so einen Affen rübergetauscht und dann war der weg. Den hält sie vielleicht in Ehren. Mal gucken, Paris hat ein paar Shinies gegeben. Nochmal Habitat Shiny, dann 100% Weberak durchs Tauschen bekommen. 48 Shinies am C-Day, also er hat da immer richtig viel, aber er spielt ja auch 3 Stunden. Bei mir eine, das reicht vollkommen, mehr würde ich gar nicht mehr durchstehen. Ja, denkt an mein Herz. Dann aus der Quest nochmal 100% Bummels mitgenommen. Henry mit dem Level 50 Aufstieg. Plus auch Shiny Bummels, was auch das kleinste ist. Ne? Gelatini, schon ewig nicht mehr gesehen. Jetzt eine kleine Eistüte im Sommer. Warum nicht? Das war's. Wo ist die Feuerwehrfrau? Wo ist Baloo? Wo sind die hin? Was ist da passiert? Aber wir haben ja noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von, haltet euch fest, Jan Lange. Das ist nicht der Jan Lange, der Jan Schlappen von der Schlappen-Crew, ne? Von den Freerunning-Schlappen. Das ist Jan Lange von Jan Lange halt. Jetzt guckt euch mal hier an. Immerhin interessiert, oder? 100% Maromai, Glücks. Hä? Oh, guck mal, Glurak, Shiny. Hä? Oh, Caputo, 100%. Wo ist jetzt der Schocker der Woche, werdet ihr euch fragen, weil ihr sagt, da gab es doch aber krassere Dinge. Für mich, Schocker der Woche ist einfach die Bildqualität, die ihr hier reinsendet. Wenn man am Anfang denkt, okay, das geht doch, beim letzten habe ich gedacht, ach du meine Güte, dann musst du dir das ja so groß angucken und denkst, du bist komplett betrunken einfach nur. 587 kann sein vielleicht. 7.6. aus Salzkotten, Nordrhein-Westfalen. Also das sieht schon richtig krass aus und weil mich hat nichts anderes umgehauen diesmal, habe ich gedacht, baue hier mal einen kleinen Scherz ein, ja. Nehme ich das als Schocker der Woche. Die Bildqualität vom Jan Lange, seinen eingesendeten Fotos. Bei Elke muss ich sagen, die abfotografierten Dinger, die sehen halt nicht so schön aus, wie wenn es direkt abgescreent ist. Aber man kann wenigstens alles erkennen, es ist scharf, aber das ist halt, ja, da ging es bergab und das ist das Beste deswegen. Das ist für mich der Schocker der Woche, das hat mich richtig schockiert, was da eingereicht wird. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.